Hallo und willkommen zur finalen Etappe des Giro d'Italias. Heute geht's nach Mailand und dann sind lange 3 Wochen hinter uns, die leider nicht so gelaufen sind, wie ich mir das gewünscht hätte. Schade. Aber wir schauen uns das jetzt einfach nochmal an. Über 180 Kilometer. Ich stell's mal etwas schneller, weil 180 Kilometer sich dann doch ziehen. Gibt hier dann auch wieder einen Rundkurs, wie man sieht. Schauen uns das Klassement an und huldigen Vincenzo Nibali, der den Giro gewinnen wird mit 7 Minuten Vorsprung auf unseren Kapitän Fabio Aru, der auch auf der letzten Etappe nochmal ordentlich Zeit verloren hat. Adam Yates wird Dritter werden. Wir sehen sehr, sehr große Abstände. Da sind wir mit 28 Minuten noch relativ gut auf Platz 12. Unser anderer Teamkollege Pozzo Vivo wird Neunter werden. Und wir vervollständigen gerade nochmal die Top 10. Thibaut Pinot auf Platz 4. Rafael Majka aus Polen, sehr, sehr guter Fünfter. Formolo, der in der letzten Etappe dann auch ein bisschen eingebrochen ist hinten raus, aber auch einer, der uns in Zukunft wahrscheinlich um Rundfahrtsiege immer mal wieder über den Weg fahren wird. Mikel Landa wird Siebter, Romain Bardet wird Achter, aber ich glaube, Bardet und Pinot, glaube ich, die waren noch nicht wirklich in Topform. Die werden wir wahrscheinlich dann auch bei der Tour de France sehen, beziehungsweise wir werden sie nicht sehen, weil wir nicht teilnehmen dürfen und auch nicht können mit der Fitness und Frische. So, mal schauen, wie sich jetzt hier der Rennverlauf bislang... Es gibt schon 12 Ausreißer, ist mir komplett entgangen. Ist auch egal eigentlich. Kadri, mal schauen, wieder mal ein paar neue dabei. Ludwigsson, sehr guter Zeitfahrer. Ferrari ist dabei. Ja, da kann eigentlich gar nichts, außer mit dem Hügel ein bisschen fahren. Hier Martin Koch, eigentlich Skispringer, hat jetzt umgeschult. Ong Bak ist wieder am Start. Ah, sehr schön. Haben wir auch mal gelacht. So, wir gucken hier hinten im Feld rum. Heute haben wir eh nichts zu sagen. So, hier Philipp Gilbert, den Weltmeister. Da ist Selle Italia. Benigri. Unsere Jungs fahren relativ weit vorne, dann fahren wir doch mal hin. Ist ja blöd, hier hinten rum zu fahren, wenn all unsere guten Freunde hier vorne rumfahren. So, dann schauen wir nochmal die anderen Wertungen durch. Schauen in die Sprintwertung, die auch Nibali sich holt. Aru wird Zweiter, Yates Dritter. Von den Sprintern wenig zu sehen. Buhani ist hier dabei. In der Bergwertung, die gewinnt am Ende Mikel Landa noch. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter für Sikar, der das Trikot ewig lang getragen hat. Jetzt holt sich Mikel Landa die Bergwertung, aber Nibali hätte auch die fast noch gewonnen. In der Teamwertung sind wir Zweiter geworden. Fast ein bisschen enttäuschend, aber Kasmoniger ist einfach überragend gut drauf. In der unter 25 Wertung sind wir wie gesagt Dritter mit 20 Minuten Rückstand. Allerdings sind die Abstände hier auch enorm. 7 Stunden hat McCarthy Rückstand. Gibt es noch einen anderen McCarthy, glaube ich, der in der Bergwertung relativ gut war. Schauen hier, genau, wollte gerade sagen, wie kann der denn in der Bergwertung so gut gewesen sein? Ja, bei Orica Green Edge, australisches Team. Da erwartet man auch einen Australier. Es sind noch rund 100 Kilometer bis ins Ziel. Dauert auch noch ein bisschen, bis wir auf den Rundkurs in Mailand kommen. Ich wage mal die Prognose, dass heute sich in der Gesamtwertung nichts mehr. Ich weiß nicht, wie das hier in Italien heißt. In Frankreich bei der Tour de France heißt das hier mal Tour d'honneur. Sowas wie die Tour der Ehre. Also wenn du quasi nochmal eine Runde der Ehre drehst. Ich weiß nicht, ob es das hier überhaupt gibt. 181 Kilometer finde ich auch relativ lang für eine Schlussetappe, muss ich sagen. Weiß nicht, warum das so gemacht ist, aber wird schon seinen Grund haben. Und jetzt meckere ich kaum. Und schon hängt das Spiel. So. Vielleicht holen wir ja heute einen Sprintsieg. Mit einem Wert von 58 liegen wir da ganz weit vorne. Können es ja mal versuchen. Eieiei, Tagesform ist natürlich Bombe heute. Minus 5 ist ein Traum. Damit werden wir, denke ich mal, den Tag heute definitiv rocken. Zum Abschied nochmal richtig eine mitgegeben. 3 Minuten sind es noch nach vorne. Ich denke mal, wir müssen jetzt nicht noch alle Teamkollegen, können wir vielleicht nochmal machen. Warren Barguil sah zwischendrin deutlich besser aus, die Form ging aber auch sehr zurück, 22. am Ende. Treuns wird 43.
Der andere Teuns wird 86. Und dann kommen jetzt wahrscheinlich so unsere Flachhelfer. Valais van Asbroek wird 148. Und das ist auch der letzte, der damit dabei war. Einer ist leider ausgeschieden. Aber da wir hier nur ein Fahrer steuern, kann uns das immer ziemlich wurscht sein. Orica Greenedge macht jetzt die Nachführarbeit. Mal schauen. Für Bonifacio anscheinend, würde ich jetzt mal sagen. Dirkridge haben uns auch schon im Zeitfahren gemessen mit ihm. Und jetzt sehen wir auch schon, es geht nach Mailand. Hier gab es die Sprintwertung, die jetzt genommen wurde. Verändert sich aber nichts mehr. Und das muss hier die Zieleinfahrt gewesen sein. So, noch rund 40 Kilometer, dann ist leider der Giro auch schon vorbei. Minus 4 ist es im Endeffekt geworden. Schauen wir mal auf Ulle, was heute noch alles so drin ist. Nicht viel, würde ich jetzt mal behaupten. Puls geht jetzt auch schon ordentlich hoch. Sind noch knapp über 20 Kilometer, 1,25 der Vorsprung, der sich lustigerweise hier in dem Spiel immer ein bisschen hält in dieser Rennphase, was sehr ungewöhnlich ist, gerade wenn das Feld so ein Tempo macht. Das kann ich immer nicht so ganz nachvollziehen. Eine Lücke gerissen gerade. So, die letzten 10 Kilometer des Giros fahren wir dann ganz ruhig. Ab jetzt schauen wir uns das an. Allerdings glaube ich, dass die Ausreißer wieder gute Chancen haben, vorne wegzukommen. Na gut, schnell fährt der Junge hier. 50. Jetzt kommt Trofimov, auch kein besonders guter Ebenefahrer, aber ich glaube, die Jungs vorne kommen wieder durch. Wie gesagt, das scheint mir irgendwie ein bisschen ein Fehler im Spiel zu sein, dass das immer so eine knappe Minute ist, circa. Und vor allem ist es 20 Kilometer vom Ziel schon eine Minute. Der Marki haut jetzt nochmal ordentlich in die Tasten. Durbridge, der das ja eigentlich richtig gut kann. Aber 1,21 verlieren die Jungs da vorne jetzt auch nicht mehr. Gerade auf 5 Kilometer. Oh, Ulles Blatt. Jetzt werden wir noch abgehängt hier. Was soll das hier werden? Was ein Tempo. Selbst Aru ist fast fertig. Jetzt gibt es auch nochmal hier eine Entscheidung in der Gesamtwertung. Vorne sehen wir Nibali, der auch sicher vorne dabei ist. Aru ist etwas weiter hinten und ich befürchte, da könnte sogar eine Lücke entstehen. Er hat aber noch Power. Ja, Ulle hat keine mehr, aber ist relativ weit vorne dabei. Auch wenn jetzt quasi alle an ihm vorbeifahren. Schauen weiter vorne. Ob noch hier eingeholt wird, nee, schaffen sie nicht. Ganz knapp gewinnt. Wir werden es nie erfahren. Hermanns. Hermanns könnte es schaffen. Ja, super Zeitlupe. Ach Gott, wie lange brauchen die denn, um da über den Bradley Bauer Brauer gewinnt? Bradley Brauer. Vor Jérôme Bonnier. Wenn die Hermanns nur Achter geworden. Oh, ja, okay. Und zack ist der Giro vorbei und wir beenden ihn auf Platz 12. Zehnter immerhin in der Sprintwertung und auf dem Podest bei der unter 25-jährigen Wertung. Ja, ich versuche diesen Giro relativ schnell zu vergessen. Viele schöne Momente hatten wir eigentlich nur die ersten Tage. So bis zur 8. Etappe lief es ganz ordentlich. Die 7. Etappe war schon quasi meine Horror-Etappe, das habe ich ja auch so genannt. Wir gehen trotzdem mal zur Siegerehrung. Ehre, wem Ehre gebührt. Und da sehen wir, dass die Etappe gewinnt. Brauer, sehr überraschend natürlich. Ausreißer wieder durchgekommen. Nibali in der Gesamtwertung vorne. Leider füllen wir hier in der Aufzählung. Aber 12. ist ja auch nicht ganz schlecht. In der Punktewertung ist Nibali vorne. Vollkommene Überraschung. Sprinter haben auch hier keine Rolle gespielt. In der Bergwertung Landa, wie gesagt, noch kurz vorbei an Sikar. Und in der Nachwuchsfahrerwertung. Da, wo diese Dame hier steht, könnten wir stehen, aber das Spiel holt ja immer nur einen aufs Podest. Und die Teamwertung gewinnt Cas Monegas, die auch die Rundfahrt gewinnen mit Nibali. Brauer zeigt seine Sprintstärke. Ja, ich glaube eher, dass es an der Ausreißerstärke lag. So, wie gesagt, 12. ist okay. Man kann es jetzt nicht ändern. Die Planung würde ich jetzt erstmal ganz kurz außer Acht lassen. Natürlich steht jetzt hier die Dauphiné drin, so als nächstes Rennen. Das ist eine Woche noch hin.
Ich muss jetzt erstmal ganz in Ruhe schauen, wie wir das mit der Form machen, ob ich jetzt das Training, ich müsste jetzt eigentlich das Training komplett rausnehmen, damit wir hier wieder ein bisschen fitter sind. Also vielleicht zum Vuelta a España zum 22.8., dass wir da vielleicht dann starten, wenn wir das hinbekommen. Ich muss schauen, ob ich es schaffe und kann jetzt, wie gesagt, keine Versprechungen machen, was wir als nächstes fahren. Aber wir fahren auf jeden Fall noch ein paar Rennen und dann auch mit einem etwas fitteren Jan Ullrich und vielleicht dann auch mit Stufe 18 mit ein bisschen mehr Power hier im Sattel. Und Dankeschön fürs Zuschauen beim Giro d'Italia. Wie gesagt, hätte besser laufen können. Insgesamt waren es trotzdem, fand die Etappen jetzt heute auch spannend, auch wenn wir natürlich nicht um den Sieg mitgefahren sind. Das Ganze mal aus so einer, na, sagen wir mal, Verfolgerposition zu sehen. Zwei Etappen waren wir ja sogar mit der Spitzengruppe mehr oder weniger drin. Und ich hoffe, dass es trotzdem Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Und ist noch lange nicht vorbei, dieses Let's Play. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Und wie gesagt, es wird dann vor allem auch Informationsvideos geben, wie die Teams sich entwickelt haben, dass man da einen besseren Überblick hat. Da kann ich auch gerne ein bisschen längeres Video machen, dass wir da einfach mal in Ruhe quatschen. Und ich hoffe, ihr seid auch weiterhin dabei, bei welchem Rennen auch immer. Und Dankeschön fürs fleißige Schauen, Kommentieren, Liken, alles Mögliche. Ich finde es super, mir macht Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns dann demnächst. Bis dann.